That's the max. Classic. Test the Max Classic, die erste. Ab heute werden wir immer wieder in lockerer Reihenfolge historisches Kulturgut auf vier Rädern unter die Lupe nehmen. Und wir starten mit dem ersten deutschen Supersportwagen, mit dem BMW M1. Der M1 feiert ja in diesem Jahr 30. Geburtstag. Und als er 1979 auf die Straßen kommt, gucken die Leute, als sei vor ihren Füßen direkt ein UFO gelandet. So schön und so exotisch war damals kein Auto in der Republik. Kein Wunder, er wurde auch von niemandem Geringeren gezeichnet als vom Großmeister persönlich, von Giorgio Giugiaro, der ja damals auch schon den Golf 1 entworfen hatte. Wie ein Donnerkeil steht der M1 da mit der Aerodynamik eines Hammerhais. Die BMW-Niere verkommt zu zwei kleinen Hasenzähnchen. Dazu die damals typischen Klappscheinwerfer. Und natürlich der Mittelmotor. So ein Auto hat man im Jahr 79 aus deutscher Hand noch nicht gesehen. Hätte er nicht überall den kleinen BMW-Propeller drauf, man würde ihn für einen Maserati Lamborghini De Tomaso oder sogar den großen Bruder des Lancia Stratos halten. Der M1 ist das erste Auto der BMW M GmbH und im Gegensatz zu den italienischen Exoten hat er mitten im Gitterrohr Rahmen keinen 8- oder 12-Zylinder, sondern den 3,5 Liter großen reinen Sechszylinder aus dem 6er Coupé. Der hat allerdings Trockensumpfschmierung, zwei obenliegende Nockenwellen, 4-Ventiltechnik. Das ist für damalige Verhältnisse absolutes Hightech und der stemmt 330 Newtonmeter auf die geschmiedete Kurbelwelle und er hat unerhörte 277 PS. Zum Vergleich, ein Porsche Carrera kommt damals auf knapp über 200 PS. Damit ist der M1 das schnellste und stärkste Serienauto Deutschlands im Jahr 79. Der M1 ist mit 1,14 Meter ein absoluter Flachbau. Der ist nur 14 cm höher als der legendäre Ford GT40. Und wie hier in die Rennversion Striezel Stuck mit Helm reingepasst hat, das bleibt mir bis heute ein Rätsel. Der Motor springt immer auf Anhieb an. Der erste Gang hier liegt hinten links, wie das in den 70er Jahren so üblich war bei Sport- oder Rennwagen, weil man den ersten Gang ja nur zum Anfahren gebaut hat, später auf der Strecke respektive auf der Landstraße gar nicht mehr. Der zweite liegt dann da vorne, wo heute normalerweise der erste liegt. Der M1 kostet im Jahr 79 100.000 Mark, das war extrem viel Geld zum Vergleich. Einen 500 SE Benz hat nur die Hälfte gekostet. Jetzt schauen wir uns hier mal den Innenraum an. Das sieht natürlich im Vergleich zu heute nicht besonders gerade nach Luxus aus. Aber der M1 ist ja eigentlich auch ein reinrassiger Rennwagen, der eben nur auch für die Straßenversion ein bisschen umgebaut wurde. Das sieht alles ein bisschen improvisiert aus, aber so war das damals in einem echten Sport- bzw. Rennwagen. Es gibt sogar auch ein bisschen Komfort, nämlich hier elektrische Fensterheber und eine Klimaautomatik, die allerdings extrem laut ist. Damit hatte es sich dann allerdings auch schon. Das Lenkrad kann man natürlich nicht verstellen. Es gibt auch keine Servounterstützung fürs Lenkrad, genauso wenig für die Bremsen, geschweige denn ESP, ABS oder Traktionskontrolle. Ein echter Klassiker ist natürlich das Becker Mexiko Radio, hier mit dem dritten Lautsprecher direkt hinter der Mittelkonsole. Die Klappscheinwerfer sind natürlich auch schon elektrisch zu bedienen und nicht mechanisch. So, dann gehen wir mal mit dem ersten deutschen Supersportwagen auf die deutsche Superautobahn. Also, so ab 5000 setzt hier nochmal der zweite Schub an, der zweite Atem. Dann geht er ab, als würde hinten irgendwo noch ein kleiner Turbo zünden. In 5,6 ist der M1 auf 100, in 20,7 auf 200 sogar. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 262, werden wir jetzt nicht ganz fahren, muss ja nicht sein, fahren jetzt hier 220, 230, kriegen wir auch ungefähr einen Eindruck, wie es ist. Es ist halt harte Arbeit, du musst die ganze Zeit konzentriert sein, du musst die Hände fest am Lenkrad haben, aber der liegt absolut ruhig auf der Straße, man spürt ein bisschen, wie sich unter der Vorderachse ganz leicht anfängt, ein kleines Luftkissen aufzubauen. Was sehr ungewohnt ist, ist diese
schiefe Sitzposition. Also wenn ihr genau hinguckt, die Pedale sind ziemlich in der Wagenmitte. Der Sitz ist aber ein ganzes Stück links davon. Auch das Lenkrad steht schief. Um es übertrieben darzustellen, sitzt man so ein bisschen schräg in dem Auto drin, anstatt einfach so. Aber das war damals so in den Autos, dass die Lenksäule ein bisschen schräg stand, die Pedale ziemlich zur Wagenmitte gerutscht waren, weil eben von links auch der Radkasten reinkam. Aber ich muss gestehen, je mehr Kilometer ich mit dem M1 fahre, desto süchtiger werde ich nach diesem Auto. Das ist eben grundehrliche Technik und man kommt so richtig rein in die Zeit von damals, von vor 30 Jahren. Und da muss man sagen, holla, wie gutmütig und leicht sich dieses Auto doch fahren lässt. Zurück auf die Landstraße und als erstes fällt hier natürlich auch auf, gerade mit den vielen Kurven, wie viel Schwerstarbeit das Kurbeln am Lenkrad ist. Im Vergleich zu heute ist das ungefähr so, wie wenn man am Telefon die Wählscheibe dreht, anstatt schnell auf ein paar kleine Knöpfe zu drücken. Aber er lenkt sehr, sehr direkt ein und hält dann auch super klasse die Spur. Fühlt sich fast so an, als hätte er Allradantrieb. Aber das liegt natürlich auch am Mittelmotor. Also diese Komposition aus Echtheit, Direktheit, Mechanik und dazu noch der Sound von diesem Motor, dieses Sägen gerade im höheren Drehzahlbereich, da möchte man am liebsten beim nächsten Procar Revival Rennen mit dem M1 an den Start gehen und um die Nordschleife heizen. 456 Mal wird der M1 zwischen 79 und 81 gebaut. Dann war die Karriere auch leider schon wieder zu Ende. Gut erhaltene Exemplare kosten heute so zwischen 120 und 150.000 Euro. Ein echter Procar mit Rennhistorie, zum Beispiel ein Auto von Lauda, Stuck oder so, kostet bis zu 500.000. Also ich würde so ein M1 sofort nehmen. Ich habe mich total verliebt in dieses Auto. Und wenn man die Studie des M1 zum 30. Geburtstag gesehen hat, dann kann man nur hoffen, dass BMW die Klasse der Mittelmotorsportwagen, nicht Audi mit dem R8 oder Mercedes mit dem neuen AMG Flügeltürer überlässt, sondern wirklich einen neuen M1 an den Start bringt. Das dürfte dann der absolute Renner sein. Test the Max. Classic.